Da ist sie nun, die letzte Sommer-Sondersendung 2018. Die Folge 6 ist das natürlich. Alle anderen Folgen, wie üblich, auf YouTube abzurufen. Sommer-Sondersendung CC2 TV. Ich begrüße alle Zuschauerinnen, ich begrüße alle Zuschauer und ich freue mich über die, wie das dabei sind und den Mut haben, in die Vergangenheit zu sehen. Denn es ist ja dieses Jahr ein Rückblick auf die Anfänge, die nicht mehr im Netz zu finden sind. Computerclub, WDR Computerclub, noch nicht mal Computerclub 2, noch nicht CC2 TV. Und das machen wir eventuell später, wenn diese Sachen hier ankommen. Also, wir wollen zurückblicken. Blicken wir doch mal in das Jahr. Das muss ich aber selbst nachsehen, wann das war, 1991 zurück. Wir haben im Laufe dieser Zeit sehr viele Messen besucht. Wir haben nahezu alle CeBIT besucht. Ich auch, bis auf eine. Und auch dieses Jahr haben sie die in die Sommerpause geknallt. Gut, sie ist aber auch, das habe ich vergangenes Jahr schon mehrfach gesagt, zunehmend uninteressanter geworden für uns, weil Neuigkeiten in der Art gibt es nicht mehr. Früher war es ganz anders. Man ist auf eine Messe gekommen, man kannte ja die ganzen Leute, die Pressesprecher, die Entwickler, die Forscher, die Inhaber. Und man wurde irgendwo in die Ecke gezogen und wurde gesagt, hier, guck mal, das stellen wir vor und das stellen wir vor. Das war vorher nicht bekannt. Heute hatte ich im Vorfeld mit Pressemitteilungen, mit Previews, mit ähnlichen Sachen im Grunde genommen alle Informationen schon vor der Messe verfügbar. Das mindert natürlich das Interesse, vor Ort zu gehen. Natürlich, wenn man was anfassen kann. Aber wenn viel los ist, und teilweise ist wahnsinnig viel los gewesen, zu Hochzeiten der Messe hatten wir 800.000 Besucher auf der CeBIT. Das muss man sich überlegen. Über 8.000 Aussteller. Heute ist das auf unter ein Viertel geschrumpft. Und naja, das heißt, die Zeiten ändern sich und das bringt auch diese Technologie mit, die wir selbst mit befördert haben, die wir selbst mit auf den Weg gebracht haben. Aber nicht nur CeBIT, auch Fotokina, da sind wir auch gewesen, auf einigen Fotokinen. Wir waren auf der Hobbitronik in Dortmund, haben dort wirklich tagelang einen eigenen Stand gehabt. Das waren also schon irgendwelche Nummern, muss man sagen, dass eine Fernsehsendung einen eigenen Stand auf der Fotokina, auf der Hobbitronik, auf was weiß ich wo. An eine Sache kann ich mich noch erinnern. Damals ging es noch um GPS. Da hatte man Einschränkungen. Man konnte die Satelliten, es waren noch zu wenige da, es waren glaube ich 12 oder 14 in der Umlaufbahn und zu gewissen Zeiten hatte man nur 2 oder 3, die man empfangen konnte. Und mit 3 kann ich nicht die Position genau bestimmen, ich brauche schon den 4. Das heißt, zu gewissen Zeiten konnte man sich nicht orientieren. Im Auto waren die Geräte so eigentlich auch noch nicht drin, 91. Da gab es spezielle Geräte, die irgendwas machten. Und wir waren in Köln auf der Geotechnika. Und um die Sache ein bisschen zu versinnlichen, zu irgendwie, habe ich mir etwas ausgedacht, was vielleicht wenig mit Computer zu tun hat. Aber ich will nur mal erklären, Computer Club war immer eine Sendung, die über den Tellerrand hinausgesehen hat, die andere Themen angefasst hat, die sich eingemischt hat, auch in Politik oder ähnliches. Und nicht nur Computer, neuer Computer vorstellen, neuer Computer vorstellen oder neues Betriebssystem. Das haben wir schon 83, 84 gesagt. Das ist so uninteressant. Ein neuer Computer hat den Charme einer Waschmaschine. Wer will sich den Mist angucken? Und deswegen hat es sich weiterentwickelt. Aber schauen Sie mal an, was ich mir einfallen lassen habe zur Geotechnika. System, was im Moment von 16 Satelliten, die sich oben drehen, betrieben wird. Wir brauchen 24 Satelliten. Das wird in einem bis zwei Jahren dann soweit sein. Also ich weiß ganz genau, wo ich bin, aber mein Kollege Wolfgang Rudolf, der hat etwas größere Probleme, denn die Bestimmung seiner Position, sag mal, wie machst du das denn eigentlich? Ja, ich mache das, indem ich einfach gehe und meine Schritte zähle und ich habe auch Werkzeuge dabei. Würdest du denn bitte mal meinen Esel festhalten? Ja. Ein ganz liebes Tier. Das ist der Pokémon. Machen wir mal die Tasche auf. Also es gab ja Zeit. Der Esel ist ja in der Mitte, ja. Also. Ja,
Auch solche Sachen haben wir gemacht. Man muss sich das überlegen, was da für eine Mentalität auch noch dahinter war beim Fernsehen. Das, was heute vollkommen fehlt. Da wurde natürlich irgendwo ein Esel angemietet. Da wurde für mich die Kleidung beschafft. Ich weiß noch, die Hose, es gab keine passende Hose, die musste geändert werden. Da hat man dann hinten noch einen Keil reingenäht. Das wurde alles beschafft. Das kostet ja alles Geld. Wenn ich heute viele Sendungen sehe, die flach sind, wo zwar Geld ausgegeben wird, aber eigentlich nicht mehr eine gewisse Originalität da ist, dann muss ich sagen, es hat sich etwas geändert, was mir und was vielen nicht gefällt. Wir haben hier auf der Geotechnika viel mit Navigation gemacht, viel mit Technik gemacht und so weiter. Ganz interessante Geschichten. An dem Punkt muss ich aber sagen, ist es, ja, tut es mir irgendwo leid, dass die Sendungen nicht mehr verfügbar sind. Ich habe sie alle auf einer Platte, ja, aber ich kann sie so nicht rausgeben. Ich werde oft gefragt, aber das geht nicht. Ich kann sie auch nicht online stellen. Nachdem ich aber jetzt viele dieser Sendungen gesehen habe, um die 100 bestimmt, die ich mir angesehen habe, muss ich sagen, ich bin davon überzeugt, dass in irgendeiner Nacht oder sonst was man mal solche Sendungen wieder auf den Sender geben könnte. Ich werde mal versuchen, nach dem Urlaub den Intendanten vom WDR anzuschreiben, ob es da irgendwo eine Lücke gibt. Denn es sind Sachen dabei, dass wir über Geschichte berichten, dass wir wirklich als Zeitzeugen die Technologie der damaligen Zeit dokumentiert haben und sie dann weiter verfolgt haben. Es ist Zeitgeschichte. Es wäre natürlich schön, nicht für mich, ich kann sie mir jeden Tag ansehen, aber für Sie zu Hause und für die vielen, die immer wieder fordern, man möge das doch alles nochmal wiederholen. Ihr wisst nicht, was ihr euch antut damit. Es kostet viel Zeit. Ja, außer Messen haben wir auch noch Computernächte gemacht. Die erste Computernacht 1998 im Heinz-Nixdorf Museumsforum in Paderborn. Direkt neben der Uni. In der Uni war ein riesen Cluster aufgebaut von Rechnern. Da wurden Versuche gemacht. Wir waren mit 4 Ü-Wagen und mit ich weiß nicht wie vielen Mitarbeitern vom WDR in dem Museumsforum. Und das lief dann so ab, wir haben tagsüber, samstags, eine Sendung, ganz normale WDR-Computerclub-Sendung produziert. Und dann haben wir uns irgendwo noch zusammengesetzt und so. Und dann ging es dann abends um 20 Uhr los und haben dann wirklich live eine Sendung produziert. War Gisbert Baltes dabei, Ulrich Rode, Wolfgang Back und eine Reihe anderer Mitarbeiter, die durch das Museumsforum getigert sind und an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Gesprächspartner hatten. Ein organisatorischer Aufwand, der riesig war, dass man die richtigen Leute am richtigen Ort zur richtigen Zeit hatte, dass der Platz frei war, dass die Kameras da waren, dass das Licht stimmte, dass alles war Wahnsinn. Es war ein Wahnsinnsding. Bis morgens um 6 an einem Stück. Das war auch für uns an Wahnsinnsdingen. Anschließend waren wir wirklich platt. Ja, und da gab es ein paar Highlights. Ich wollte nur mal in die erste Computernacht hineinschauen, denn ich kann Ihnen hier die 8 Stunden oder sowas nicht um die Ohren hauen. So Sachen, ich habe viele interessante Leute gefunden und in der ersten Nacht sind mir 2 ganz besonders in Erinnerung geblieben. Schauen Sie mal hier, als gewesen, die kann man reparieren, da wird eben ein Reservecomputer installiert. Im westlichen Programm, zum Beispiel im Shuttle, sind aber von Anfang an jede Menge Computer vorhanden. Professor Ols Merbold darüber gesprochen hat, über er als Astronaut, er ist ja geflogen, über die Technologie da drin, was man braucht. Er hat erzählt, dass die Russen im Orbit
defekte Teile repariert haben, Kameras repariert haben, dass man aber hier von einer etwas anderen Philosophie ausgeht. Oder zwischen den Russen und den Amerikanern. Also, wir haben natürlich im Vorfeld auch schon gesprochen und wir haben uns auch anschließend nochmal zusammengesetzt. Wenn man so ein Gefühl dafür bekommt, wie jemand denkt, der lange im All war, die Erde umkreist hat, die Erde gesehen hat aus einer Perspektive, wie es nur wenige gesehen haben bisher, und welche Gedanken einem da kommen, wie abhängig man von Technik ist, mit wie wenig Technik man zum Teil auskommt und wie hochgenau Technik funktionieren muss. Aber das war die erste Spacelift-Mission. Schon damals hatten wir fast 30 Computer. Viele davon waren sogenannte Dedicated Processors, also Rechner, die in einem Experiment irgendwelche Regelfunktionen übernommen hatten. Dann waren im Space Lab 3 Computer für das Space Lab, für seine Systeme und auch für die wissenschaftlichen Instrumente, 5 im Shuttle. Und die Benutzeroberfläche, die war damals nicht überall gleich. In einem Fall muss man mit Oktalzahlen arbeiten, im anderen mit Hex. Manche, die waren schon richtig schön mit einer... Also man sieht, das Shuttle ist nicht irgendein Ding, wo man sich reinsetzt und Knöpfe drückt, sondern man muss ein unglaubliches Wissen haben. Wie er eben sagte, bei dem einen musste man mit Oktalzahlen, also mit Zahlen zur Basis 8 arbeiten, bei dem nächsten muss man dann schon hexadezimal arbeiten und eingeben. Das muss man natürlich auch alles verarbeiten, verstehen. Die Ein- und Ausgabewerte wissen, was man tut. Das hat sich natürlich alles geändert. Heute gibt es weitgehend einheitliche Benutzeroberflächen. Nur Pioniere, die so ins All geflogen sind, das waren Abenteuer. Aber hat man das nicht immer mit dem Segelschiff nach Amerika gesegelt? War auch ein Abenteuer. Die wären auch unrettbar verloren gewesen bei irgendwelchen Defekten. Das war eins der Erlebnisse. Die Maschine, die wird insgesamt von, ich glaube, 14 Ländern gebaut, 11 Länder aus der ESA. Die mir im Sinn geblieben sind. So, und jetzt komme ich zu einem Beitrag. Ja, da muss ich ein bisschen zurückhalten, weil es handelt sich um einen guten Freund, der leider nicht mehr unter uns war, der ist am 29.07.2001 an einem Schlaganfall verstorben. Aber ich glaube, schauen Sie sich den mal an und hören Sie mal rein und ich sage anschließend noch ein paar Worte dazu. So, jetzt haben wir hier einen ganz besonderen Gast, den ich begrüßen möchte, Wau Holland. Wau, ich finde das ganz toll, dass du hier zu uns gekommen bist. Ich freue mich auch riesig darüber, dass du hierher gekommen bist. Wie war denn die Anreise? Ja, etwas verschneit, aber das macht ja überhaupt nichts. Dein Name und der Chaos Computer Club, die sind ja fest miteinander verbunden. Weißt du denn noch, wie das losging? Naja, wir kannten uns schon, bevor es den Chaos Computer Club gab und hatten zu den alten CPM-Zeiten eine ganze Menge einfach Kontakt und Freunde. Irgendwann entstand der Chaos Computer Club und... Wau Holland, den gibt's einer der beiden Gründer vom Chaos Computer Club, vom CC2. Es ist ein Genie gewesen, auf verschiedenen Gebieten. Und ich glaube, er wird heute noch nicht mal richtig erkannt und nicht mal richtig dargestellt. Denn er hat Ideen gehabt. Er war der erste Hacker überhaupt. Kein Negativer. Der Begriff Hacker ist für ihn nicht negativ belegt gewesen. Niemals. Hacker bedeutete für Wau immer jemand, der kreativ aus allen möglichen Dingen irgendetwas herausnimmt, macht und damit etwas ganz anderes, Positives tut. Also wenn ich zum Beispiel, muss ich in meine Umgebung denken, einen Kochtopf nehme, weil ich kein Bügeleisen habe, um ein Hemd zu bügeln, das ist im Sinne vom Wau ein Hacker, der so etwas macht. Und so gibt es viele andere Ideen. Nur er hat es in der Hauptsache eben auf Computer gehabt. Und es sind viele Hacks gewesen. Einer der bekanntesten ist der BTX-Hack. Da wird ja auch viel Mist darüber erzählt. Wau hat mich angerufen, hat gesagt, hier, pass auf, wir haben das und das gemacht. Und er hat mir auch genau erklärt, wie sie es gemacht haben.
dass im Grunde genommen Zufall da war. Die sind also darauf gestoßen, im BTX-System, das heißt also so ein Vorläufer quasi vom Internet, dass man bei bestimmten Eingaben auf einen Vorrechner der Post kam, wo diese Software drauf lief und dass man auf einen Speicherbereich zugreifen konnte. Das war gar nicht vorgesehen. Ein normaler Mensch hätte gesagt, das ist wild, das Ding ist abgestürzt, irgendwelche wirren Zahlen. Die haben aber gesehen, das ist ein Speicherdump, haben den heruntergezogen und haben ihn anschließend analysiert. Und in diesem Speicherdump, da haben sie Zugangsdaten und Passwörter gefunden für andere BTX-Teilnehmer, in dem Fall eine Bank. Und dann haben sie so getan, als seien sie der Postrechner, sind auf diese Bank gegangen und haben auf dieser Bank kostenpflichtige Seiten aufgerufen. Damals gab es Seiten, die hat man angeklickt, die waren vom Seitenbetreiber belegt mit irgendwelchen Kosten. So, und da haben sie dann über Nacht ein Programm laufen lassen, was immer wieder diese kostenpflichtige Seite aufgerufen hat und haben das Geld, dann 130.000 D-Mark oder sowas, am nächsten Morgen zusammen gehabt, sich also unerlaubt abgeholt. Sie haben sich nicht bereichert, es war niemals die Idee dahinter, sondern es ging dem Bau immer nur darum, zu zeigen, hier ist eine Schwachstelle, guck mal, was passieren kann. Und hätten sie 1,30 Euro geholt, hätte das keine Sau interessiert. Aber hier war es so spektakulär und das hat dazu geführt, dass viele Sicherheitsmaßnahmen verbessert worden sind. Das war die Idee von Wau. Wau hat dann später auch, er ist in Kassel geboren, hat in Marburg studiert, er hat dann später auch eine Stelle als Honorarprofessor angenommen und ihm ging es darum, den jungen Menschen Ethik in der Technologie beizubringen, zu erklären, wie das zusammenhängt, was man als Wissender an Verantwortung haben muss, um diese Technologie nicht gegen den Menschen einzusetzen. Ein großartiger Mensch, mit 49 Jahren ist er leider von uns gegangen. So, jetzt gehe ich auch. Noch nicht dauerhaft, das dauert hoffentlich noch ein paar Jahrzehnte, aber die Sommersondersendung mit der Nummer 6 im Jahr 2018 ist die letzte dieser Sommersondersendung in diesem Jahr. Ich wünsche allen, die noch keinen Urlaub hatten, einen schönen solchen, die einen hatten, dass er schön gewesen ist. Ich wünsche all denen eine gute Zeit, die noch unterwegs sind. Und in 2 Wochen sehen Sie den ganz normalen CC2 TV Computer Club, allerdings eine Konserve. Die haben wir im Mai schon aufgenommen, weil ich weiß ja nie, ob wann ich zurückkomme und wie ich zurückkomme und ob alles klar geht oder was dazwischen kommt. Also es kommt eine Konserve, die ist fertig, die kommt ganz bestimmt. Und bis dahin habe ich dann Zeit, neue Ideen sind schon da, neue Sachen sind quasi schon vorbereitet, schon vor dem Urlaub. Aber ich verabschiede mich von Ihnen, bedanke mich, wenn Sie bis hierhin ausgehalten haben, würde mich freuen, wenn Sie darüber nachdenken, über die eine oder andere Sache, über solche positiven Menschen wie Wau Holland zum Beispiel. Er hieß übrigens Herbert, aber ich habe ihn an der Uni kennengelernt, wir saßen in der Mensa und ich weiß noch genau, ich habe gesagt, wie heißt denn du wirklich? Hat er gesagt, Wau. Ich habe gesagt, kein Mensch heißt Wau. Hat er gesagt, doch ich. Jetzt ist gut. Das war's. Das war's auch von mir. Bis dann. Immer ein Bit übrig behalten und bis in 2 Wochen. Und tschüss.